Hallo, wir sind wieder Hallo. mal am Bodensee Ja. in seiner schönsten Jahreszeit. Es ist im Winter. Ja, ob das jetzt die schönste ist, das kann man schlecht beurteilen. Auf jeden Fall die kälteste. Die kälteste, aber auch natürlich sehr ruhig hier. Richtig, schön ruhig und Badelatten sind wir beide ja eh nicht, ja? Und der Vorteil ist, wenn man im Winter am Bodensee kommt, da kann man fast am Seeufer mit dem Wohnmobil stehen und ist ganz alleine da. Ja. Das ist natürlich sehr angenehm. Ja. Und wir zeigen euch noch ein paar Impressionen vom Bodensee. Wir haben euch nämlich einiges zu berichten. Es war 2021 war ein gutes Jahr für uns, kann man vorweg. Aber es war ein ereignisreiches Jahr. Ja. Wir haben einiges zu berichten und vor allen Dingen, wir wollen euch auch einen Ausblick geben, was wir 2022 vorhaben. Was ihr, wenn ihr wollt, mit uns miterleben könnt. Und weil es so kalt ist und die Ursi schon eine rote Nase hat, Ja, es ist wirklich lausig kalt hier. gehen wir lieber ins Wohnmobil. Ja, genau. Also noch ein paar Impressionen vom Bodensee und dann sitzen wir schon im Wohnmobil. Ja, und dann erzählen wir euch, was wir so vorhaben. Genau. Und erlebt haben. Ja, genau. Es ist doch viel gemütlicher da. Ja, genau, ein warmer Tee. Jetzt ist die Nase auch nicht mehr rot, gell? Jetzt ist sie wieder ganz normal. Ja, also jetzt wollen wir ein bisschen Von plaudern. 2021 berichten. Ja, jetzt plaudern wir ein bisschen. Also für uns war das schon ein wesentlich sichereres Jahr, denn wir sind ja jetzt das erste Mal geimpft worden und haben nicht mehr diese Angst gehabt vor diesem Virus, denn wir haben immer gesagt, wir würden uns das nie verzeihen, wenn einer von uns schwer krank im Krankenhaus liegen würde. Und deswegen haben wir auch die Kontakte nach außen ziemlich rigoros unterbrochen. Ja, es wurde ja allgemein Ja, ziemlich war ja unterbrochen. Lockdown. Also das war ja durch den Lockdown war es auch gar nicht mehr anders möglich. Ja, und wie dann die Impfung durchgegangen ist, waren wir natürlich gleich dabei, auch schnell mit der zweiten Impfung und dann konnten wir auch reinen Gewissens zur Messe nach Düsseldorf fahren. Ja. Das war dann sehr interessant von uns. Und vor der Messe in Düsseldorf haben wir noch ein Video gedreht und da waren wir ja bei Concorde und haben da ein Concorde-Mobil vorgestellt und haben auch gesagt, dass wir liebäugeln mit einem neuen Wohnmobil. Aber eins ist vollkommen klar, erstens die nächsten 2, 3 Jahre oder 4 Jahre wird sich bei uns nichts verändern, denn umso mehr wir Wohnmobile anschauen, umso glücklicher sind wir mit unserem Ja, das kommt noch Wohnmobilthema, dazu. das wir haben, auch wenn nicht alles perfekt ist. Aber eins ist sicher, wenn wir uns ein neues kaufen, dann wird es mindestens 7,50 Meter lang wie unser Gustl, vielleicht auch breiter als unser Gustl, der ist 2,22 Meter. Wenngleich das eigentlich für uns schon die optimale Breite ist, denn wenn wir irgendwo am Straßenrand stehen, dann passen wir auch in die Parklücke rein. Und vor allen Dingen ist eins klar, es wird nur ein Wohnmobil der Nachfolger sein, wenn wir uns beide hundertprozentig einig sind. Ja, und außerdem, Helle liebäugelt ja immer mit einem größeren Fahrzeug. Das habt ihr Mit ja bestimmt schon festgestellt. Morello und Concorde. Ja, also, und ich sag's euch ganz ehrlich, mir sind die zu groß. Ich brauche kein so ein großes Fahrzeug. Warum auch? Wir haben hier alles, was wir brauchen. Unser Gustl hat alles. Er ist auch noch wendig. Wir können schmale Straßen fahren und wir können auch in die Berge fahren. Wir können überall oder fast überall noch anhalten. Ich möchte gar keinen größeren. Und für diese Touren, was wir ja jetzt auch noch in Zukunft vorhaben, reicht er voll und ganz. Da ist er mir schon manchmal sogar schon ein bisschen zu groß.
Naja, also, wir sind auf jeden Fall noch am Recherchieren. Es ist noch nichts entschieden und vor 2-3 Jahren wird eh nichts entschieden. Und natürlich ist mir eins vollkommen klar, ein längeres, größeres, länger, höher, breiter, das bringt natürlich auch Einschränkungen mit sich. Genau. Und ad hoc würde man das sonst wohl nicht machen. Womit ich immer ein bisschen geliebäugelt habe, das war mit einem Fäkaltank, weil das dann doch einiges erleichtert. Da haben wir auch auf der Messe Düsseldorf einiges recherchiert. Wir haben auch ein Video da zu einem neuen Tanksystem reingestellt. Aber da haben wir auch noch keine gute Lösung gefunden. Und wir haben auch schon gehört, dass die Fäkaltanks auch ihre Nachteile haben, gerade was den Wasserverbrauch anbetrifft. Und auch der Umgang mit Toilettenpapier und sowas. Also es ist alles nicht so hundertprozentig. Wir haben noch ein paar Ideen, aber es folgte die CMD und da schauen wir uns auch weiter um. Genau, also ich liebäugel immer noch mit dieser TTT, also Trockentrenntoilette. Nee. Aber da sind jetzt ein paar Sachen, die wir uns noch nicht so vorstellen können, sagen wir es jetzt einfach einmal so, aber wir, wie gesagt, wir sind am Recherchieren und am Überlegen und die nächste Messe folgt, kommt bestimmt. Ja, genau, und das dauert und auch, ich meine, die großen Fahrzeuge verbrauchen so viel Diesel, was meiner Meinung nach nicht mehr in die heutige Zeit passt. Und da ich ja schon ein bisschen umweltbewusst bin, bewusster als Helle, auf jeden Fall, ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und man weiß ja jetzt auch nicht, wie das alles so in der Zukunft weitergeht. Und deshalb hat es bei uns, für uns, überhaupt keine Eile mit dem neuen Wohnmobil. Es ist auf jeden Fall so, dass wir unseren Gustl mit 10 Liter Diesel fahren. Und das ohne AdBlue. Und da muss ich schon sagen, also das gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr viele Wohnmobile, die so unterwegs sind mit diesem Treibstoffverbrauch. Also wir haben gehört von den ganz großen, teilweise 18 Liter, muss man rechnen. Ja, und dann noch AdBlue dazu. Also das sind alles Dinge, die man sich überlegen muss. Und im Moment ist es ohnehin keine Diskussion von uns. Ja, genau. Und deshalb können wir jetzt abhaken. Ja. So, dann waren wir noch weiter auf Düsseldorf. Und da habe ich auf Düsseldorf auch wieder mal Stellung bezogen, denn wir tun nicht nur Leuten nach dem Mund reden, sondern wir nennen auch Ross und Reiter, ohne dass wir natürlich in der Regel politisch werden. Und da habe ich folgende Aussage getroffen. Aber ich muss sagen, also es ist schon übel, was uns die Leute, die sich weigern, sich impfen zu lassen, uns anzuhören, dass wir alle hier mit Maske rumlaufen müssen, nur weil einige meinen, sich nicht impfen lassen zu wollen. Wenn sich mehr impfen lassen würden, ich will nicht polarisieren, aber das ist einfach so. Alle laufen hier mit Maske rum. Die meisten haben so einen blauen Pendel und sind geimpft. Ja, also wir sind auf diese Aussage hin sehr kritisch angeschrieben worden. Also kritisch ging ja noch. Manche waren unverschämt. Ja, die haben wir natürlich gelöscht. Aber unter anderem ist mir da was im Kopf. Also ihr macht nette Videos und wir schauen euch gerne. Aber kümmert euch nur um Sachen, von denen ihr was versteht. Und lasst Themen sein, von denen ihr nichts versteht. Nee, Leute, wir verstehen was davon. Also wir schauen kein Netflix, ja. Wir schauen also nicht Romane oder Spielfilme an, sondern wir schauen das reale Leben an. Wir sind gegenüber, wenn wir solche Aussagen treffen, sehr gut informiert. Wir lesen also täglich in der Regel 3 Zeitungen, jeder, ja. Wir schauen Fernsehprogramme ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und vieles andere. Und das sind alles, wir leben in einem Land, in einem hochzivilisierten Land, in einem sehr demokratischen Land. Wir leben nicht in einem Land, wo ein Schurkenstaat ist, ja. Und wenn unser Land, also das nur mal als Hinweis für diejenigen, die hier meinen, uns so angehen zu müssen, wenn unser Land gegen das Impfen sprechen würde, dann wäre das für einen Schurkenstaat eher zuträglich, siehe Brasilien, ja, genau. Das wäre eher zuträglich, denn ein großes Problem in unserem Land ist ja diese Sozialkassen, Rentenkassenproblematik, ja, und das ganze Rentensystem wäre gelöst gewesen, wenn der Staat gesagt hätte, lasst euch bloß nicht impfen, denn dann wären nämlich die Rentner auch total dezimiert. Also allein das sollte schon mal jeden erleuchten, ja, dass es unser Staat nicht böse mit uns meint, wenn er sagt, lasst euch impfen, sondern dass es ein Akt der Solidarität ist. Und jetzt sind so viele Millionen und Abermillionen Menschen schon geimpft. Also
wer jetzt immer noch Impfgegner ist, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich kein Verständnis dafür. Und wenn ihr euch jetzt in den Arm reinbeißt vor lauter Wut auf uns, da können wir euch alle helfen. Also wir sind auf jeden Fall der Meinung, man muss sich impfen lassen, damit wir auch wieder unsere Freiheit zurückbekommen und unbeschwert rumfahren können mit unserem Wohnmobil. Können, ja, und wir sind jetzt dreimal geboostert. Ja, also wir sind schon zum großen Glück für uns schon das dritte Mal geimpft. Wir sind geboostert und ihr könnt mir glauben, jede Impfung habe ich schon drunter gelitten. Ich nicht, ich habe gar nichts gespürt. Er hat überhaupt nichts gespürt und ich sage im Nachhinein, ich glaube, ich habe Schlafmittel gespritzt bekommen und kein Serum. Allerdings habe ich eins festgestellt, ja, überall wo wir ankommen und ich gehe dann auch wieder online, dann wissen die schon, wo ich bin. Ich kriege dann sofort angezeigt. Ach so, das könnte sein, wir sind jetzt gechippt. Oh! Aber das war vorher auch schon so. Also, ihr Impfverweigerer, wenn ihr meint, wir werden gechippt, ihr seid ja jetzt schon gechippt, wenn ihr euer Handy anschaltet. Ja, also, insoweit, jetzt lassen wir das Thema wieder sein. Wir wollen dann nur noch mal ganz kurz dazu Stellung nehmen. Ja, also, wir sind voll und ganz für die Impfung. Ja, macht, was ihr wollt. Das, ja, natürlich. Aber es kam auch schon letztes Mal ein Kommentar, wenn wir keine Zuschauer wollen, die nicht geimpft sind, so würden sie uns deabonnieren. Also, hallo, ihr könnt vor dem Fernseher geimpft sein oder nicht geimpft. Es ist überhaupt euer Problem. Ja. Aber wenn ihr nicht geimpft seid, dann geht uns ein bisschen aus dem Weg. Ja. Winken können wir gerne, ja, zuschauen können wir uns auch gerne, aber begrüßen müsst ihr uns nicht unbedingt. Wir sind geimpft, so viel kann ja gar nicht passieren. Also, okay. Damit wollen wir das Thema schon wieder... Thema erledigt, genau. Ja. Und, ja. Wir haben aber noch ein Thema. Shitstorm. Ach Gott, ja. Jetzt bin ich gerade verschrocken. Wieder mal haben wir einen Shitstorm bekommen, weil wir ein Fahrzeug begutachtet haben. Leute, wenn ihr ein Lobhudelei auf ein Fahrzeug haben wollt, dann dürft ihr keine Promobil lesen und dann dürft ihr keine Fahrzeugbegutachtungen von uns sehen. Denn wir finden an jedem Fahrzeug einen Kritikpunkt. Es gibt keines. Selbst Concorde und Morello haben Kritikpunkte von uns einstecken müssen. Jedes Fahrzeug, auch unser Gustl übrigens, ja, der muss immer wieder Kritikpunkte einstecken. Und wenn wir mal in einen Frankier reingehen und da berechtigterweise einige Kritikpunkte anführen, dann fühlen sie sich beleidigt, ja, die Frankianer. Warum seid ihr beleidigt? Wir haben ja mehrmals in dem Video sogar gesagt, dass Frankier hochwertige Mobile sind. Aber es kam ein Shitstorm auf uns hernieder. Wir wurden hier richtig drangsaliert mit Mails und mit allem. Und das Größte war, da haben sie sich in einem Forum zusammengerollt. Ich habe dann in dem Forum die Netiquette, gibt es in jedem Forum, gelesen. Da heißt es dann, seid höflich miteinander, geht anständig miteinander um, lasst andere Meinungen zu. Und selbst einer der Moderatoren hat uns unverschämt angeschrieben. Also das ist daneben. Ja. Lasst es einfach. Schaut uns nicht an, wir brauchen euch nicht und ihr braucht uns auch nicht. Und wenn wir euch nerven, lasst es, aber beschimpft uns bitte nicht. Ja, ja, genau, beschimpfen geht gar nicht. Ja, so, das war's. Jawohl. Und jetzt sind wir lange nicht mehr online gewesen. Ja. Wir haben etliche Termine gehabt. Unser Gustl ist auf Vordermann gebracht. Wir haben auch unseren Gasfilter vom Gastank getauscht, aber das machen das wir in einem separaten, ja, ja, separaten, ja, Video. Hier nichts zu tun. Wir haben auch unsere Seitenscheibe ist getauscht worden. Auch das berichten wir in einem separaten Video. Ja, genau. Ja, die können wir zusammenfassen. Ja. Das Fahrzeug ist beim Kundendienst gewesen, damit wir dann im Januar nach Spanien fahren können. Ja. Ja. Und die Winterreifen sind montiert. Und ich war beim Impfen natürlich, dann war ich beim Arzt, weil ihr wisst ja um unsere Knieprobleme. Was heißt unsere? Ich habe kein Knieproblem. Aber du hast ein Problem mit meinem Knie. Ja, genau. Sie ist ja die mich zur Operation drängen will. Und ich war dann in zwei Kliniken. Und die erste war mal so unsympathisch, da habe ich gesagt, jetzt ja von dem Professor, dass ich mich nicht anrühren. Wenn du da zum OP-Termin gegangen wärst, hättest du schon alles hinter dir. Oder ich würde schon im Rollstuhl sitzen. Ach, ja. Ich war dann noch in einer zweiten Klinik, in einer Fachklinik, ja, und er hat ganz klar gesagt, dass wenn Sie sich so wohl fühlen, dann lassen Sie sich nicht operieren. Es muss die Schmerzgrenze erreicht sein. Es ist nicht ohne, eine Knieoperation ist nicht ohne, und wer von euch das hinter sich hat, kann man gern berichten. Ich weiß von vielen, die gesagt haben, das ist alles harmlos oder problemlos, aber ich weiß auch, dass das für mich
noch nicht so der Gelbe vom Eis. Ja. Und ja, ich fahre so gern Fahrrad. Ja, genau, deshalb fahren wir ja so viel Fahrrad, aber man kommt halt einfach nicht überall hin mit Fahrrad. Ein bisschen kann ich ja laufen. Ein bisschen 100 Meter, sagt mehr, er. Mehr. Er sagt, 100 Meter kann er laufen. Mindestens, eigentlich sogar noch viel mehr. Ja, und dann sind wir kaum zur Haustür draußen, schon wieder umdrehen. Ja, Stadtführungen haben wir schon oft mitgemacht und die gehen alle, ja, ja, sind ja. 3 Kilometer teilweise. Ja. Muss ein interessantes Ziel fahren also sein. Also es ist ein bisschen schwierig und ja, deshalb waren wir jetzt halt auch länger nicht mehr online, weil wir einfach auch Termine hatten, die wir jetzt so alle konzentriert abgearbeitet haben. Ja, wir sind nämlich nicht ohne Grund in Konstanz. Ja, genau. Wir stehen ja jetzt mal wieder in Konstanz. Und wir haben also die Beteiligung an unserer Firma aufgegeben. Jawohl, also zum Jahresende übernimmt es unsere Partnerin und vermutlich nimmt sie noch zwei Partner mit rein. Also das steht nur in den Sternen, aber das sind ja ihre Überlegungen. Also wenn ihr nach Konstanz kommt und ihr wollt hochwertige Stadtführungen, dann wendet euch an www.stadtführer-konstanz.de. Ich denke, das tun wir unten nochmal. Tun wir rein? Rein, ja. Die Hauptchefin ist dann eine Historikerin, also eine, die hat das studiert und die macht es sehr fundiert, aber auch sehr fröhlich und sehr humorvoll, unterhaltend. Geschichte in Geschichten werden da gezeigt und das können wir euch nur ans Herz legen. Das sind sehr gute Stadtführungen. Schaut euch mal um auf der Webseite. Ja, können wir euch nur empfehlen. Genau. So, und was haben wir noch zu sagen? Ja, und weswegen haben wir unser Geschäft jetzt auch übergeben. Also wir sind jetzt vollkommen frei. Wir sind jetzt eigentlich richtige Rentner. Genau. Und was hat man als Rentner? Rente. Ja. Zum Glück. Nein, als Rentner hat man lauter Termine. Ich würde sagen Zeit. Obwohl, manchmal kommt es einem wirklich so vor, wie wenn man keine Zeit hätte. Aber wir wollen uns einfach jetzt die Zeit nehmen und dann im Januar, also jetzt sind wir beim Ausblick, oder? Ja, genau, Ausblick. Wir wollen im Januar natürlich erstmal auf die CMT. Und danach gleich anschließend mit unserem Gustl nach Frankreich, Spanien, Portugal. Wenn uns nichts dazwischen kommt oder auch Sonstiges, man weiß ja nie, was alles noch ist, ist ja noch ein paar Wochen hin, aber so ist auf jeden Fall mal unser Plan. Und das würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns alle begleiten würdet. Ja, und da gibt es auch eine neue App. Die probieren wir jetzt gerade im Moment einmal aus. Da könnt ihr uns dann sogar auf der Reise begleiten. Irgendwie, ja. Also so genau wissen wir das auch noch nicht, was das ist. Aber ja, eben wie gesagt, wir probieren es jetzt einfach aus. Und wenn wir das für ganz ordentlich empfinden, dann werden wir das natürlich dann mitteilen, oder? Ja. Gell? So machen wir das, ja. Das war jetzt eigentlich schon alles, oder? Wir haben überhaupt keinen Rückblick gemacht. Dann machen wir einen Rückblick. Was haben wir denn alles eigentlich alles so gemacht, außer der CMT? Ach ja, was Freiburg. Genau, das wollte ich sagen. Das war ein großes Highlight für uns. Ach, das war super. Ja, anstrengend, aber super. Ja, aber es war so schön. Und da möchte ich nochmal mich bei allen von euch bedanken, die uns da persönlich besucht haben. Das war wirklich ganz toll. Es hat uns wunderbar gefallen. Und es war wunderschön. Ja, ich kann nur sagen, danke, dass ihr alle gekommen seid. Das war also ein ganz toll geplanter und auch durchgeführter Event. Ja. Das war zwar schon das ganze Jahr im Gespräch und da ist auch das ganze Jahr über immer was gemacht worden. Wir haben ja auch in unseren Videos immer wieder Beiträge dazu rein verlinkt. Aber wie toll das dann geworden ist, das hätten wir uns damals nicht träumen lassen. Ja, und wie gesagt, wir hatten ja da auch, also nicht nur euch kennengelernt, sondern auch von dem Camp, im Camp, waren ja auch für uns noch vollkommen unbekannte YouTuber, ja. Ja, nicht nur YouTuber, auch in erster Linie. Blogger waren ja noch und auf Instagram, also auch Personen, die wir selber überhaupt noch nicht kennengelernt haben. Und das war so schön, das war so eine richtig tolle Truppe
zu denen, die wir schon kannten. Und also wir grüßen euch auf jeden Fall alle nochmal und es war wirklich ein Highlight für uns. Ja? Ja. Mhm. Ja, und weitere Highlights haben wir noch gehabt, von groß bis klein oder von klein bis groß. Wir waren an der Ahrquelle bei der Überschwemmung, ja, wo die Überschwemmung losgegangen ist, diese Katastrophe in Deutschland. Nee, andersrum. Es war eine Katastrophe, Überschwemmungskatastrophen im Ahrtal und auch in anderen Gebieten. Wir waren an der Quelle. Und wir sind per Zufall an die Quelle der Ahr gekommen. Ja? Da haben wir noch kein richtiges Netz gehabt, ja, deswegen was mittlerweile sich geändert hat. Denn wir haben jetzt eine Flatrate. Mhm. Wir können so viel hochladen, das können wir gar nicht produzieren. Also wir haben jetzt eine Online-Flatrate. Ja, genau. Die gilt sogar in der Schweiz, was natürlich super ist, weil wir ja des Öfteren in der Schweiz sind. Ihr wisst ja, unsere Kinder leben in der Schweiz und da fahren wir ja des Öfteren hin. Und so waren wir ja auch dieses Jahr in der Schweiz und da waren wir am Matterhorn. Das war auch wunderbar, das war so beeindruckend, dieses Bergmassiv. Also super, hat uns super toll wieder mal gefallen. Haben wir natürlich auch zwei Videos online gestellt dazu. Mhm. Und was haben wir noch gesehen? Den Hambacher Tagbau. Nach der Messe Düsseldorf waren wir direkt am Hambacher Tagbau. Haben wir auch per Zufall mitbekommen. Wir waren ja da auf einfach um Stellplatz und dann haben wir uns einfach mal kundig gemacht, wo wir überhaupt jetzt hier sind und dann festgestellt, wow, wir stehen ja direkt an der Kante von dem Tagebau. Und natürlich, solche Sachen müssen wir uns immer anschauen. Und das größte Highlight war der Nordostseekanal. Stimmt, im Nordostseekanal waren wir ja auch noch. Und zwar nicht nur alleine, sondern... Ja, genau, das war ja auch vollkommen interessant für uns. Wir waren ja mit dem Fernsehteam unterwegs und das war so toll, so hochinteressant. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Also wer es von euch nicht gesehen hat, das ist ja im Fernsehen dann ausgestrahlt worden. SWR in der Mediathek. Ich glaube, die gibt es sogar noch. Gell? SWR oder? In der Mediathek. Ist also noch, glaube ich, drin. Ja, wir können den Film aber auch verlinken. Mhm. Der ist auch über YouTube zu sehen. Und zwar heißt es Hauptsache Camping. Mhm. Küste oder Meer. Küste oder Berge. Ach ja, Küste oder Meer. Küste oder Berge, genau. Und wir sind die Protagonisten an der Küste gewesen. Richtig. Also, und es war so toll. Also ich komme aus dem Schwärme gar nicht mehr raus. Es war so ein liebes, nettes Team war und, damals. Und eine tolle Erfahrung. Und hochinteressant, ja. Also, und ich muss auch sagen, also sehr gut gefallen. Nichts Peinliches geschnitten. Nein. Denn die Kamera ist ja teilweise stundenlang im Auto mitgelaufen. Und wer mit mir schon mal mitgefahren ist, der weiß, dass da auch einmal mal ein nicht so freundlicher Ausdruck über meinen mit sich bewegenden auf der Straße rauskommt. Ja, da ist nichts. Denn ihr wisst ja, es gibt keinen besseren Fahrer als der Helle. Ja, ist halt so. Ist halt so, ja. Rein ganz objektiv. Also. Das muss ich natürlich auch schon mal kundtun, das passiert schon mal, aber da war nichts dran drin. Also das Nein, ist ganz fair alles geschnitten worden. Eben, und wir haben ja die Sendung wirklich auch erst einen Tag vorher, also bei der Ausstrahlung in der Mediathek einen Tag vorher selber erst gesehen und wussten also auch nicht, was auf uns zukommt. Und das war das blödeste Gefühl. Also ja, und da kann man eigentlich auch nochmal sagen, lieben Dank Sarah und dein Team. Es war echt toll mit euch. Habt ihr schön gemacht, ja. So, und jetzt war's das. Jetzt machen wir Weihnachten. Ja, genau. Jetzt kommt ja dann bald Weihnachten. Noch ist die Adventszeit. Dann kommt Weihnachten. Ja, dann Silvester. Und wir melden uns erst wieder nächstes Jahr. Ja, genau. Ja, genau. Das sieht man dann, ob das zur CMT oder schon kurz vorher ist. Weil da hätte man ja noch einen Termin vorher, aber das ist alles noch nicht so hundertprozentig in trockene Tücher, das sieht man ja dann. Also spätestens, denke ich, bei der CMT werden wir uns wiedersehen. Und Urlaubs,
Reisevideos gibt es dann erst wieder ab Mitte Januar, Mitte, Ende Januar, wenn wir Richtung Frankreich unterwegs sind. Also wir hoffen, dass das alles klappt. Ja, genau. Wir mussten ja schon mal eine Frankreich-Reise canceln damals. Wie das als mit dem der Corona losgegangen ist. Ja, genau, als der erste Lockdown war und die Grenze dicht hatten. Da mussten wir das canceln. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das dieses Mal alles klappt. Ja, und wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachten. Jetzt wünscht man noch eine schöne Adventszeit. Noch eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jawohl, und bleibt alle gesund. Ja. Und ihr kennt ja, ihr wisst ja, wir freuen uns immer über einen Daumen nach oben. Und ab sofort freuen wir uns auch über jeden Daumen nach unten, denn man sieht sie nicht mehr. Ja, genau, vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon festgestellt. YouTube hat die Funktion des Daumens nach unten abgestellt. Es also gibt keine uns Daumen. Gerne auch einen Daumen nach unten, das freut uns auch. Ja, wir haben keine Ahnung, ob das auch weiterhin registriert wird oder so. Auf jeden Fall ist es nicht von uns unsichtbar gemacht worden, sondern das hat YouTube unsichtbar gemacht. Und das finden wir natürlich klasse. Und wenn agiert wird mit dem Video, dann ist es immer positiv. Also gebt uns auch gerne einen Daumen nach unten. Aber lieber nach oben, denn die sind weiterhin sichtbar und die freuen uns. Ja, und alle, die uns mögen, da möchten wir uns auch bedanken dafür. Denn das meiste, auch wenn wir wieder ein bisschen gemeckert haben, auf niedrigem Niveau. Ja, meckern, das ist einfach mitteilen. Aber die vielen Leute, die uns alle so freundlich anschreiben, auch wie wir jetzt da länger weg waren, die vielen Kommentare, wo seid ihr, man hört gar nichts mehr von euch. Also vielen herzlichen Dank an alle, die an uns denken. Und ich muss mich auch noch bei der Facebook-Gruppe entschuldigen, dass wir da auch so lange stillgeschwiegen haben. Wir waren einfach mit uns selber beschäftigt. Ja, jetzt bei Instagram geht's, weil Instagram, das mache eigentlich ich mehr. Eigentlich überhaupt nur ich, ja. Und Facebook ist eigentlich Helles Part, aber... Ja, ja, so viel Technik, ja. Und so viel Knie und... Ja, also wer zu uns in die Facebook möchte, der soll Facebook-Womo-Gruppe reingehen, denn es wollen einfach nur viele befreundet sein und die sind nicht in der Gruppe drin. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob gar nichts auf unser Profil. Ja, ob da überhaupt was ist. Also wenn ein bisschen dann Leben nur, ist in der WOMO-Gruppe, aber nicht, nur, auch nicht allzu viel. Also, ja, also auch da als auch, Anregung, postet da mal eure Fotos, eure Urlaubsfotos oder sonstige Kommentare. Genau, wir freuen uns über Leben da drinnen, auch wenn wir oft da nicht anwesend sind. Echt leblos. Ja. So. Okay, man kann halt nicht immer auf allen Kanälen unterwegs sein. Ja, wir haben auch noch ein Leben nach YouTube. Ja. oder außerhalb von YouTube. Ja, genau. Also, aber jetzt würde ich sagen, machen wir endgültig Schluss. Ja, also, Daumen nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank. Ihr seid spitze. Wir freuen uns, dass wir euch als Zuschauer haben. Ja, finden wir ganz toll, diese Community, finden wir ganz toll. Ja. Jawohl, und macht's gut. Ja, und im Januar geht's nach Frankreich, Spanien, Portugal. Sofern alles klappt. Also, ciao. Tschüss.